Ey, das glaubt man ja nicht. Hier kommt jetzt der nächste Campingplatz. Oh mein Gott. Nino, das mit dem Vloggen lernen wir aber nochmal. Und zwar ist es jetzt so, ich bin jetzt schon den dritten Tag in Kiel, beziehungsweise bin jetzt gerade alleine nach Labö gefahren. Weil die Jungs, die haben noch ein bisschen in ihrer Wohnung zu tun. Wie gesagt, die sind ja gerade erst eingezogen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch den ersten Vlog an. Da habe ich das ein bisschen erzählt. Ja, wie gesagt, ich bin in Labö angekommen und werde jetzt noch mal ein bisschen was nachholen und euch noch ein bisschen was zeigen. Ich schaue mal, ob ich vielleicht den Tag heute noch verbringe hier, beziehungsweise den Abend und dann vielleicht sogar noch bis morgen bleibe, aber das sehe ich dann ganz spontan. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die ganze Gegend hier an und dann kommt einfach mal mit. Also ich kann euch nur wieder sagen, dass das Wetter echt bombastisch ist. Wir haben ungefähr 20 Grad jetzt irgendwie. Ich bin jetzt auf dem Weg mal zum Strand. Ich habe eine Stunde jetzt erstmal hier einen Parkschein genommen, weil ich nochmal ein bisschen weiterfahren möchte. Ich möchte zu einem Campingplatz, den ich rausgesucht habe, den möchte ich mir noch anschauen. Mal schauen, ob ich da was finde. Oh mein Gott, ihr habt es ja gerade irgendwie gesehen. Es ist so schön hier, ey. Ich war noch nie hier. Jetzt bin ich einfach mal alleine hergestratzt, um auch euch noch mal ein bisschen was zu zeigen. Weil ich die Tage ja nichts gemacht habe so richtig. Natürlich haben wir uns ausgepowert und gemacht und getan. Aber hier musste ich jetzt irgendwie noch mal was sehen. Und es ist echt der Hammer. Die Kiten hier, das werde ich euch gleich bestimmt auch noch mal zeigen. Und da kriegt man fast richtig Lust dazu, ey. Surfen hätte ich auch tierisch Bock drauf. Mal schauen, was man hier irgendwie noch so findet, ob man vielleicht irgendwo was ausleihen kann oder so. Leider habe ich meine Action Cam zu Hause gelassen. Also mit ins Wasser könnte ich euch eh nicht nehmen. Aber mal gucken, was wir trotzdem noch so hinkriegen. So, jetzt habe ich mich hier mal so ein bisschen hingesellt und auch extra zum Wasser, damit ihr auch seht, was ich gerade sehe. Also, es ist echt schön hier. Ich genieße das hier alles noch ein bisschen. Falls die Jungs das sehen, mit denen ich unterwegs war, ihr habt was verpasst. Nein, Spaß natürlich, aber hier ist so eine kleine Bar noch aufgebaut, ein bisschen Musik und so. Und ja, die kiten hier so ein bisschen und probieren und trainieren. Ja, macht auf jeden Fall Spaß, beziehungsweise ist schön einfach hier zu sitzen bei dem Wetter und so. Ich meine, das kann man einfach hier in Deutschland irgendwie nicht so oft genießen, finde ich. Momentan ist es einfach super geil. Ja, und ich hoffe, euch gefällt das Video auch. Jetzt konnte ich euch zumindest schon ein bisschen was zeigen, hier von Labö. Gleich geht es nochmal weiter zu einem anderen Campingplatz irgendwie. Und dann schauen wir einfach mal, was so geht. Danke, dass ihr dran bleibt. Genug ausgeruht. Ich werde jetzt die Sachen zusammenpacken, zum Bus gehen und dann mal zum Campingplatz stratzen. Also, bleibt dran.
gerade angekommen. Und also so die Location und so sieht echt super schön aus. Hier vorne ist jetzt irgendwie alles voller Wohnwagen. Das gefällt mir nicht so super gut. Aber trotzdem weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum ich noch niemals hier in diese Richtung unterwegs war. Weil sonst so, also location-technisch und so, ist es echt schön hier. Mal gucken, was ich hier irgendwie noch... Ich gehe jetzt mal Richtung Ferienplätze und schau mal, ob man da irgendwie was findet. So ein bisschen mehr mit Camping-Feeling halt. Nicht diese, also ich bin nicht so der Wohnwagen-Typ und so, auch wenn ich einen T4 habe. Jetzt so ein klein bisschen rübergegangen. So, man kann wirklich direkt ans Meer rangehen. Also, wenn man vorne einen Platz hat, ist das schon richtig heftig geil. Jetzt bin ich hier so einen kleinen Gang gesehen und hier sieht man jetzt so ein Schild hinter mir. Da steht irgendwie Campingplatz Neustein drauf. Es scheint also schon wieder der nächste Campingplatz zu sein und nicht dieser hier. Das ist auch ziemlich witzig irgendwie. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass die so nah aneinander dran sind. Ja, und jetzt gucke ich mich hier mal weiter um, weil momentan sehe ich echt wirklich nur eigentlich Wohnwagen, Wohnwagen, Wohnwagen. Keine so richtigen. Oh, guck mal, hier ist jetzt das erste Zelt, was ich sehe. Und das wäre natürlich schon so ein bisschen. Und im Internet habe ich gesehen, dass hier extra so eine Jugendwiese sein soll. Mal schauen, ob ich die noch finde. Ich weiß nicht, ob man es hinter mir sehen kann. Aber da ist jetzt das Meer. Und das ist schon krass, wenn man direkt da dran wohnt. Oder beziehungsweise zelten könnte. Aber irgendwie sehe ich hier, wie gesagt, also irgendwie wiederhole ich mich, aber ich sehe nur Wohnwagen und keinerlei Zelte oder irgendwas. Vielleicht mal so ein T5 oder so habe ich hier eben gesehen, aber ich weiß nicht, vielleicht muss ich nochmal auf den Plan gucken oder so. Also eigentlich bin ich jetzt wirklich einmal so komplett rübergelaufen und gesehen habe ich trotzdem nichts. Komisch. Wenn ihr den Campingplatz kennt, könnt ihr mir ja mal Bescheid sagen, was ich falsch gemacht habe. Ansonsten, ja, weiß nicht. Ich finde es hier so ein bisschen zu vollgepackt und die Parzellen sind auch echt eng an eng. Kein Platz zu dem Nachbarn irgendwie so richtig. Aber vielleicht gehört sich das auch so, ich weiß es nicht. Ja, dann habt ihr so, glaube ich, von dem Campingplatz alles gesehen, außer ich finde die Zelte noch. Dann sehen wir die auf jeden Fall noch. Und jetzt schaue ich einfach mal weiter, wo der Weg mich hinführt. Ey, das glaubt man ja nicht. Hier kommt jetzt der nächste Campingplatz. Die stehen hier echt alle dicht an dicht irgendwie. Naja, mal gucken, vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Jetzt für keinen Campingplatz entschieden und werde nach Hause fahren. Und jetzt ist aber auch mal Schluss mit lustig. Für euch ist der Tag hier zu Ende. Ich werde mich jetzt hier noch mal ein bisschen hingesellen. Ich habe mich einfach hier mitten irgendwo hingepflanzt. Ich werde noch mal die restliche Sonne genießen und mir ein paar Ravioli machen und so auf meinem Gaskocher. Und dann sage ich einfach nur noch mal, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und von Oscar vor allen Dingen, dann bitte abonniert meinen Kanal. Wir werden bestimmt noch einiges machen und einiges finden, woran wir Spaß haben und wo auch ihr dran Spaß habt. Also haut rein und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Guten Appetit, sage ich mal.